Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir gehen mal in den Good Springs Gemischtwaren an. Und die Ladebildschirme sind aber noch kaputt. Der glaube ich. Also wirkt zumindest so. Jetzt wären sie noch minimal verbuggt, wenn ich irgendwo rein oder raus gehe. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall scheiße. So, also wir im Laden mit dieser tollen Musik. Hallo. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat Sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass Sie sein Haus je wieder verlassen. Danke. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen, auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Heißt du Chad Freiwald oder was willst du mir hier verkaufen? Zeig mir mal dein Angebot. Natürlich doch. Was macht die? 10 und 42. Guck mal, die macht 8. Aber ich krieg viel Geld durch die. Ah, ich verkaufe glaube ich lieber die 9mm Pistole. So. Die, was haben die hier? Oh, okay, okay. Ein Pre-War-Hit. Ja, dafür, dass ich Wahrnehmung bekomme. Weil hier ist noch ein bisschen Essen, Trinken, nichts, was man jetzt irgendwie dringend bräuchte. Sonstiges ist jetzt diese ganzen Waffenmodifikationen, aber dafür habe ich noch kein Geld. Wenn man mich fragt. Ja. Danke. Warum ist Überschussmunition minderwertiger? Das ist das Prinzip Masse statt Klasse. Bei dieser Art von Munition muss die Waffe oft gereinigt und neu eingestellt werden. Mhm. Ja, wie die Legion. Erzählt ihr mir mehr über Waffenmods und Spezialmunition. Zu den Waffenmodifikationen gehören Dinge wie Schalldämpfer, Visiere und größere Magazine. Zur Spezialmunition zählen etwa panzerbrechende Projektile, richten am Ziel selbst nicht so großen Schaden an, durchschlagen Rüstungen aber leichter. Es gibt auch Hohlspitzprojektile, die den gegenteiligen Effekt haben. Sehr wirkungsvoll gegen ungepanzerte Ziele, aber wirkungslos gegen Rüstung. Mhm. Ja, was wissen Sie über die Lage mit den Pulverbanditen? Wenn Ringo nicht alleine loszieht, sollten wir ihn ausliefern, denke ich. Die Stadt sollte sich in dieses Problem nicht einmischen. Halten Sie mich jedoch nicht für einen Feigling. Wir sind alle Kämpfernaturen und wenn nötig, opfern wir unser Blut. Aber wir suchen keinen Ärger. Mhm, natürlich. Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der Anführer war ein New Vegas-Typ, ein richtiger Stadtkerl. Er hatte einige Großkarne im Schlepptau, Leibwächter vermutlich. Da sie Gegner der RNK sind, bleiben die Großkarne üblicherweise in ihrem eigenen Territorium, oben im Nordwesten. Aha, interessant. Waren Sie schon mal in New Vegas? Zweimal. Beide Male habe ich viel Schnaps getrunken und fast alle meine Kronkorken am Kartentisch verloren. Ich glaube, so rum stimmt die Reihenfolge. Wenn Sie jemals nach New Vegas kommen, besuchen Sie unbedingt das Gomorrah. Das beste Casino der Stadt. Sie werden es nicht bereuen. Ein Tipp, benehmen Sie sich. Unter RNK-Feldjägern und den Robotern von Mr. House empfiehlt es sich nicht, auf dem Strip Ärger zu machen. Hatte ich nicht vor. Ich würde gerne mehr über Mr. House erfahren. Tut mir leid, ich weiß nicht viel. Mr. House hat sein eigenes Casino, das Lucky 38, aber außer seinen Robotern geht dort niemand ein und aus. Die anderen Casinos halten sich an seine Regeln, also ist er vermutlich der Boss von New Vegas. Soviel ich weiß, legt sich mit ihm keiner an. Ich glaube, der Roboter, der sie aus dem Dreck gezogen hat, gehört Mr. House. Und wenn Mr. House sich um sie kümmert, ist das ja nur gut, oder? Total, auf jeden Fall. Gibt's sonst noch was, was ich über die Großkarne wissen muss?
Das sind verdammt harte Kerle. Hart, aber nicht durchgeknallt. Wenn man nichts hat, was sie interessiert, lassen sie einen in Ruhe. Die Großkane handeln mit illegalen Medikamenten. Die meisten Drogen, die einem so unterkommen, wurden vermutlich von den Großkanen hergestellt. No. Na dann, goodbye. Immer mit der Ruhe. Ja. Ich hatte nicht vor, hektisch zu sein. So, was machen wir denn jetzt? Ach so, ja, Wingo, Hilfe gegen die Pulverbanditen anbieten. Will ich ja natürlich auch. Dem helfen wir doch gerne. Hier in der Tankstelle, worauf die Pulverbanditen natürlich nicht selbst kommen könnten. Nein. Ein Verkaufsautomat. Und diese Sunset Sarsaparilla. Sarsaparilla, werde ich wahrscheinlich immer sagen. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Aber Sie wollen mich erschießen. Also, ich meine, ja. Sie sollten nur schießen, ich sehe mich nur mal um. Was ich zu den Sunset Sarsaparilla sagen wollte, das wird wahrscheinlich der größte Ersatz für unsere Stimpacks sein. So, ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Du wolltest mich gerade noch umbringen. Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Was wollen Sie wegen der Pulverbande unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kann ich helfen. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Sagen Sie gar nichts. Ich frage mal rum. Mal sehen, was wen ich alles treiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Ja, ist zwar. Ey, Joe Cobb. Also, Wingo, meine ich. Wird Sunny uns helfen? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht mit dir gesprochen. Oh, naja, ich möchte ungern ohne Sie anfangen. Ja, gut. Gut. Prügeln aktuell. Ja, warum nicht? Seitdem kennen, Terpentin bringt noch relativ ohne Arzttasche. Hefe ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt haben will. Leere Flaschen, Whisky. Ja. Die Kiste auch mit Sarsaparilla. Noch ein bisschen Essen. Ein Rucksack, den ich nicht nehmen sollte. Steak, Red Eggs, Junkfood, noch mehr Sunset Sarsaparilla, Geld, frischer Mais, Bett und Lade. Nein, keine Ahnung, was hier die Probleme sind von Fallout, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Oh, Patriotenkochbuch. Ach, guck mal. Ist doch toll. Ich bin versteckt, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß ja nicht, wie das mit meinem Karma derzeit aussieht. Kann man das irgendwie... Konnte man das doch nachgucken, ne? Zustand mit effektiv, ich weiß es doch nicht. Special, nein, Fertigkeiten, nee. Ruhiger Finger, nee. Keine Ahnung. Den Hut könnte ich mir aufsetzen. Sehe ich doch schon gut aus, ne. So, ich würde sagen, gehen wir mal rein. Hallo, Sunny. Hallo. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ewigkeiten. Ich werde Wingo gegen die Pulverbande unterstützen. Könnt Ihre Hilfe brauchen. Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Das war ja einfach.
Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind sie, ich und Ringo, nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Klar. Irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen. Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Klar, das kriege ich hier einfach so einen Plan aufstellen. Und wäre Chet gewillt, uns seine Vorräte zu überlassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch falschen wollen. Kriege ich vielleicht noch hin, ja. Wie komme ich an Easy Pete's Dynamit ran? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Ich studiere Chemie, also ganz ehrlich. Komm. Ich muss nach Prim. Können Sie mir eine Route empfehlen? Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Prim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Kaum zu verfehlen. R&K-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Ja, das ist bei Fallout New Vegas tatsächlich so. Ja, ich bin momentan nur etwas knapp an Kronkorken. Gibt es hier wohl nicht zufällig etwas Arbeit? Nein, nicht in Good Springs. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easy Pete mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Okay, am Magazin über die Triche. Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Und die Haarklammern? Die brauchen Sie, um das Schloss zu knacken. Aber seien Sie vorsichtig. Zu viel Druck und sie bricht ab. Ja, krieg ich hin. Okay, ich schaue mir diesen Safe mal an, wenn ich dazu komme. Ich helfe immer gern, wenn jemand mal Pech hat. Danke. Was machen Sie hier? Größtenteils jage ich Geckos. Das Fleisch ist ziemlich gut und es gibt immer Abnehmer für die Häute. Ich halte auch Red-Skorpione und Kojoten vom Dorf fern. Gibt nicht viele Leute in Good Springs. Deswegen verirren sich immer wieder Wildtiere hierher. Okay, gut. Sprechen wir über die Gebiete von Good Springs herum. Sicher. Was möchten Sie denn wissen? Welche anderen Städte gibt es in der Nähe? Südöstlich von hier ist Prim. Kann man kaum verfehlen, weil sie eine Achterbahn mitten in der Stadt haben. Dort gibt es auch einen R&K-Außenposten. Wenn man der Straße nach Norden folgt, kommt man nach Sloan und Quarry Junction. Die bauen da Fels oder so ab, haben aber wohl in letzter Zeit Ärger. Da würde ich nicht lang gehen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Gibt da ein paar Viecher, die es nicht mögen, wenn man auf sie schießt. R&K? Die Republik Neukalifornien. Ein Haufen Siedler und Soldaten aus dem Westen, die sich Nevada unter den Nagel reißen wollen. Die können manchmal ganz schön penetrant sein, aber ihretwegen sind die Straßen sicherer. Also lasse ich es meistens durchgehen. Nicht, dass ich groß die Wahl hätte. Und wofür beschützt die in Kasi? Da wären zum einen die Wildtiere, zum anderen randalierende Einheimische. Sie schützen ihre eigenen Leute und das hilft auch uns. Sie halten auch diese andere Gruppe aus dem Osten in Schach. Oh, und was wissen Sie über die andere Gruppe? Hat einen seltsamen Namen. Nennt sich selbst Caesar's Legion. Hab sie hier noch nie gesehen, kann also nicht viel dazu sagen. Ich höre Gerüchte, aber das war es auch schon. Sie halten angeblich Sklaven und haben eine richtig fiese Hinrichtungsmethode. Aber vielleicht haben sich das die Leute von der R&K auch nur ausgedacht, damit sie wichtiger erscheinen und etwas willkommener sind. Das bezweifle ich ausnahmsweise mal. Was für Viecher gibt es denn da draußen? Hier in der Gegend gibt es Geckos und Kojoten, die in großen Rudeln ziemlich gefährlich sind. Ansonsten muss man sich keine Sorgen machen. Die Geckos sind nicht sehr zäh, beißen aber kräftig zu. Draußen im Ödland gibt es wohl noch größere, fiesere Varianten. Doch gesehen habe ich die nie. Bleiben Sie auf den Straßen und halten Sie sich von den Hügeln nördlich von Good Springs fern. Die Viecher sind da groß und giftig. Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Reden wir über etwas anderes. Wenn Sie noch was wissen wollen, dann fragen Sie ruhig.
Ja. Goodbye zum ich Beispiel. Werde warten. No. So, die erste Person, Trudy, das ist die hier. Ich hab gehört, wir werden mit Engelszungen auf ihn einreden, Trudy. Auf sie. Die schöne, wunderbare Dame. Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. Ja, aber natürlich. Sie sollten dabei helfen, die Pulverbanditen auszuschalten. Kugeln, Explosionen, jede Menge Spaß. Da ist bestimmt auch was für Sie dabei. Ich hatte vor, das auszusitzen. Aber irgendwie muss man sie einfach mögen. Ich bin dabei. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Klar. Passen Sie auf da draußen. Sie auch, Trudy, Sie auch. Ach, easy, Pete. Howdy. Howdy. Ich höre, Sie haben Dynamit. Das würde uns helfen, die Pulverbanditen zu besiegen. Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. Wie kompliziert kann das schon sein? Einfach anzünden und wegwerfen. Zu gefährlich. Tut mir leid. Sie jagen sich bloß in die Luft. Oder ihre Nachbarn. Oder das ganze Kaff. Paplapap. Ich hab doch so ein Heft dabei, oder? Hier, Patriotenkorbbuch. Sprengstoff plus 10. Jetzt bin ich plötzlich Experte. Das ist zu gefährlich für einen Haufen Amateure. Ja, aber zu gefährlich, tut mir leid. Sie jagen sich bloß in die Luft. Verdammt. Bist du dir da immer noch so sicher? Nicht. Wie soll man das denn bitte schön schaffen, diese ganzen Dinger da am Anfang? Naja, hier kriegen wir die Lederrüstung her, ne? Heißt es doch. Chat! Möchten Sie Vorräte kaufen? Oh mein Gott. Nee, ich möchte mit dir einen Chat führen. Ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Die Stadt steht auf dem Spiel. Das muss doch mehr wert sein als ein paar Vorräte. Das erledigen Sie mal alleine. Ich habe damit nichts zu tun, aber wenn Sie was kaufen möchten, dann nur zu. Fick dich doch. Ich möchte was verkaufen. Dietrich und hier, Pugeln aktuell und Terpentin und das war's. Geben Sie mir Bescheid, wenn... Ja. Du musst nicht mehr mit mir reden. Ganz sicher nicht. Also, glaubt ich, die sind alle irgendwie ein bisschen durch den Lappen. Rütterliche sagen. Ja. Doc. Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche mir erstmal Medizin. Ich habe dieses eine Ding, da kann ich verkaufen, glaube ich. Gut, würde ich sagen. Die Stadt wird bald von Banditen angegriffen werden. Können Sie irgendwie helfen? Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Und meine Vorräte sind mager. Aber ich gebe ihnen, was ich entbehren kann. Die werden Sprengstoff benutzen. Haben Sie was für schwere Verletzungen? Ich habe nicht viel, aber es bringt ihnen draußen mehr als mir hier drin. Bedienen Sie sich. Danke. War doch, das ist immer nett wiederum. Ja, Dynamit-Chat. Ja, die beiden werden bestimmt in ihrem Haus verkriechen und auf so einem Trittbett dann am Ende nur mitfahren. Ich sehe es schon.
Das ist so offensichtlich. Na, was soll man sagen? Was soll man tun? Was soll man machen? Das ist der Hefesack. Ja, würde ich sagen. Kernspaltungsbatterie auch gut. Was hat der so? Ein Karawandeck. Mhm. Das gehört mir. Mist. Na, ja, okay. Ich mach da mal ein Cut. Was? Achso. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.